Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergie mit der Seelenschamanin Britta C. Lambert. Fühle dich motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten. Tauche nun hinein in die Energie des Tages. Ganz herzlich willkommen zu unserem Tagesimpuls vom 28. Oktober. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute hat Pascal Geburtstag. Pascal ist derjenige, falls du es noch nicht weißt, der so wunderbar das Intro für die Tagesimpulse spricht und mich auch diesbezüglich ganz intensiv unterstützt. An dieser Stelle ein ganz liebes Danke, Pascal, für dein Wirken und Happy, Happy Birthday. Schauen wir uns die Tagesenergien für heute an. Das 11. Siegel, Karina. Das 7. Siegel Ayuna und das 6. Siegel Kri. Heute geht es wieder um die Fortsetzung von gestern. Und zwar geht es darum, dass wir wirklich das, was unsere innere Reinheit, unsere innere Wahrnehmung, unsere Vollkommenheit, unser Bewusstsein darüber, dass wir vollkommen rein sind, dass wir perfekt sind, dass wir fertig sind, dass wir vollumfänglich jetzt in diesem Moment bereit sind, den Weg unserer Seele zu gehen, dass wir das einfach ganz tief erkennen dürfen. Ja, und das reicht im Prinzip schon, denn durch das Erkennen und durch das Annehmen im zweiten Schritt bringen wir das in die Welt. Karina hilft uns heute nochmal ganz intensiv, wie schon gestern angesprochen, uns von der Illusion zu befreien, dass wir nicht rein sind, nicht gut genug, noch nicht so weit, dass wir nicht in vollumfänglichem Besitz unserer geistigen, spirituellen, göttlichen Fähigkeiten sind. Und das bedeutet, dass wir einfach immer wieder diese Aspekte sehr stark leben, dass wir getrennt sind, dass wir immer wieder in dieses Fettnäpfchen treten, dieses ewige Vergessen, dass wir eben nicht kraftvoll sind, nicht Schöpfer, nicht vollkommen, weil wir einfach uns als getrennt empfinden von der höchsten Quelle, von der göttlichen Quelle und dadurch von uns selbst und von unseren eigenen Fähigkeiten. Und heute geht es darum, wirklich dieses Einheitsbewusstsein der Vollkommenheit zu errichten. Und wenn wir in diesem Einheitsbewusstsein der Vollkommenheit sind, dass hier und jetzt alles perfekt und gut ist, dass es nichts mehr aufzulösen, nichts mehr zu reinigen gibt, und selbst wenn du nichts mehr in deinem Leben auflöst und reinigst und einfach nur annimmst, dass du perfekt und vollkommen bist, dann ist alles gut, dann hast du deine Berufung, deine Bestimmung gelebt und erfüllt. Und dieses Loslassen, manche Menschen, ich nenne das, haben ja auch Erleuchtungsstress, oder für manch einen ist eigentlich die Blockade, die größte Blockade, die Suche nach einer erneuten Blockade. Man kann ja wirklich auch Blockadentourismus in die eigene Seele betreiben, das ist dann das andere Extrem von der Verleugnung. Aber es geht wirklich darum, dass wir in der Tiefe annehmen dürfen, dass wir so, wie wir jetzt sind, ein inkarnierter Gott in einem menschlichen Körper sind, der einfach nur vergessen hat, dass er Gott ist, dass er vollkommen ist und dadurch mehr oder weniger leidet. Und sobald wir diese Illusion des Getrenntseins und des Vergessens hinter uns lassen, ist das Leid an sich auch eine Illusion. Und das ist eine sehr starke, kraftvolle Energie. Diesen Satz muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und dass es überhaupt möglich ist, dass wir das annehmen, dass es nichts mehr zu tun gibt, dass wir so vollkommen sind, wie wir sind, und dass wir das annehmen dürfen und dass dadurch eine Art Vollendungsprozess und Frieden, wirklicher Frieden in uns selbst einkehrt und eine schlagartige Freiheit von irgendwelchen Dingen, die wir eben noch erlösen müssen und die uns auch natürlich ablenken von unserer wahren Kraft. Ja, solange ich noch was aufzulösen habe, bin ich noch nicht so weit. Und kann im Prinzip mich auch nicht mit dem identifizieren, wer ich wirklich bin. Und es geht wirklich darum, das sein zu lassen. Ja, du darfst dich annehmen, so wie du bist, in deiner unvollkommenen Vollkommenheit. Das ist Karina. Und das, was dich daran hindert, hilft dir Karina wirklich zu überwinden. Ayuna hilft dir, die Illusion der Trennung zu überwinden, und das schenkt das tiefe Annehmen, dass du hier und jetzt perfekt und vollkommen bist. Und allein durch diese Entscheidung, dass du diese Illusion jetzt nur in diesem Moment überwindest, bist du bereits am Ziel. Und wenn du das
einmal am Tag für ein paar Sekunden schaffst, dann baust du ein Feld auf, das jeden Tag stärker wird. Und dann schaffst du es vielleicht, dieses Feld, dass du nicht mehr getrennt bist, dass du in der Einheit bist, dass du am Ziel bist, auszudehnen auf mehrere Sekunden oder auf eine Minute. Und so wird es immer größer und stärker. Und es ermutigt eben andere auch anzunehmen, dass wir vollkommen sind, so wie wir sind. Und dass alles, was eben Leiden ist, einfach nur daher kommt, weil wir vergessen haben, dass wir in der Einheit sind. Und in der Einheit sind wir vollkommen. In der Einheit gibt es keine Trennung, noch nicht mal zwischen männlicher und weiblicher Energie. Und das führt einfach dazu, dass wir in diesen tiefen Frieden, den Ayuna uns schenkt, kommen und mit Kri wirklich auch diese allumfassende Weisheit unserer Seele, aber auch des großen Ganzen immer und zu jeder Zeit zum Ausdruck bringen können und immer und zu jeder Zeit Zugriff haben. Ein voll aktiviertes drittes Auge 24/7, also 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Die Bedeutung von Kri, allumfassende Weisheit, die zu allen Zeiten in dir ruht. Zu allen Zeiten ist zu allen Zeiten. Es ist wirklich 24 Stunden, 7 Tage die Woche über alle Inkarnationen hinweg. Und wenn die allumfassende Weisheit in dir ruht, dann gibt es nichts, nichts mehr. Ja, dann ist alles da. Und dieses Feld, das alles da ist, dass wir das annehmen und leben dürfen, damit wir alle gemeinsam einen großen Schritt in die nächste Stufe gehen können, damit es immer mehr Menschen täglich mehr und länger halten können. Dieses Bewusstseinsfeld erzeugen wir jetzt gemeinsam mit den drei Siegeln, wie immer in ihrer Reihenfolge, in Verbindung mit dem Om. Om Karina, Om Ayuna, Om Kri, Om Karina, Om Ayuna, Om Kri, Om Karina, Om Ayuna, Om Kri, Om Karina, Om Ayuna, Om Kri. Hab einen wundervollen, reich gesegneten Tag und viel Freude im Annehmen deiner Vollkommenheit. Bis morgen. Das war die heutige Tagesenergie mit der Seelenschamanin Britta C. Lambert. Wenn du mehr über Britta, die 12 Siegel des Metatron und ihre Vision zur Potenzialentfaltung erfahren möchtest, dann schaue einfach unter diesem Video in die Beschreibung. Hier findest du alle Informationen. Wenn du jeden Tag diese wundervollen Energien als Inspiration erhalten möchtest, dann abonniere jetzt einfach den YouTube-Kanal und du bekommst automatisch eine Benachrichtigung.